ein Weg in eine ungewisse Zeit. Für Schatten und Licht und wer weiß wie weit. Hallöchen, meine Freunde, hier ist wieder euer Anime-Fan. Weiter geht's in Grounded, weiter geht's im oberen Garten. Mal schauen, was wir heute alles entdecken werden. Ich schwebe übrigens in der Luft. Ich wollte gerade sagen, bei mir schwebst du in der Luft. Ja, ich weiß. Ich habe den Grashalm unter mir abgebaut. Ich kann fliegen. Ich darf mich jetzt nur nicht bewegen. Dann fliege ich nicht mehr. Guck mal, Alex. Schwerkraft hat ihn zurückgeholt. Ach, dahin. Ah, nice. GG. Out of control. Ich habe einen Jump'n'Run draus gemacht. Ja? Ich will doch nicht meinen Finger beißen, oder? Du willst doch nicht in meinen Finger beißen. Freya, pass auf, das schmeckt nicht gut. Das ist Hehl. Okay, Hehl, pass auf, das schmeckt nicht gut. Von Zappel Philipp rede, das ist Hehl. Ui! Oh Gott! Wo kommst du her, Rollassel? Oh Mann. In meinem Kreis. Brumm, brumm, brumm. Heller als Licht. Oh Gott, da wird er so schlecht bei. Ja, ich habe aber eigentlich den weißen Löwenzahn gesucht. Ja, um die Blumen zu bekommen. Ja. Ah, da hinten ist eine weiße. Aber komme ich dann wieder hier hoch? Dann machen wir am besten morgen früh zur Not mit umgucken. Ja, eben. Dann ist es nämlich auch nicht so schlimm. Eine Stunde müssen wir noch durchhalten. Was? Dann gehe ich mir jetzt was zu trinken holen. Das steh nicht zu lange da drauf, wenn du dich im Kreis drehst. Hui! Ah, ich habe hier eben noch den Bieneneintopf gefunden. Genau, gut genährt, Speise, Sturzresistenz plus. Oh, mein Inventar wird nämlich voll, meine Herren. Ja, ich habe noch über eine Reihe frei. Wunderbar. Zwei Kaugummibrocken habe ich noch übrig. Aber wo können wir Termiten finden, ist jetzt die Frage. Termiten klingen schon nach fetterem Gegner. Ja, ich brauche nur zwei Stück, um dir halt die höhere Achse. Okay, das ist wahrscheinlich das nächste, das ist ja Endgame verschwommen, weil wir diese Sachen dann. Ich sag mal, was die Ausrüstung betrifft, schreiten wir relativ schnell voran. Ach, wolltest du es jetzt auch mal ausprobieren? Boah, ist das furchtbar. Ja, sag ich doch. Boah, ist das furchtbar. Aber, wenn du jetzt mal die Karte dir anguckst, Michael, was wir mit Scannen alles angucken können, das ist schon mal gut. Wir haben fast keine Lücken mehr hier unten bei unserem Gebiet durch die Station, wo wir gerade sind. Ja. Ja, ja, und hier oben arbeiten wir ja auch fleißig. Ja. Dann schneller irgendwann mal schaffen. Meine, dann kritische Trefferchance, das ist auf jeden Fall gut, aber. Ja. Auch wenn wir gleich viel mit Pogel zu besprechen, wir haben einen Chip, einen Traum. Okay, jetzt heißt es, Wasser, da ist ein Wassertropfen dran an dem Ding. That was refreshing. That tastes really good. Gut, einen habe ich. Es sind auf jeden Fall genügend Wassertropfen hier. Ah. Aber ich habe meine Trinkflasche. Das so, mein ist Essen bin ich jetzt los, aber das reicht für den heutigen Abend. Ich sehe, was du vorhast, Hehl. Dein Arm wird immer länger Richtung Kabel. Ich sehe das. Ich will doch nur ein bisschen spielen. So, Ich habe wieder Gleitschirmchen. Nice. Meiner ist noch. Okay, ich habe die Assel auf jeden Fall gefunden. Ich habe die Assel ist hier. Ja. Oh, aber das heißt, wir können die von oben bekämpfen, Michael. Das war der Plan. Langweilig. Ich lock das lieber von unten. Mach. Ja, ich esse nur vorher noch. Oh, sie ist sauer, Michael. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Und direkt unter euch. Michael, guck mal mein Ketzer-Strategie an. Ja, scheint zu funktionieren.
Ey, ich Nachmacher! Oh, okay, der war böse. Trotzdem war es witzig. Du bist viel. Achtung, die schlägt. Ja. Sag mal ein paar Pfeile ein. Ja, mach. Gönn dir. Au, au! Was hast du? Eine Katze. Achso, ich dachte, das war ein Spiel hier. Hör mal, du kannst dich deine Krallen in meinen Daumen rammen. Doch. Ich hab 4 Federkiele bis jetzt gefunden. Ah, da ist noch was. Das ist ein normaler Fall. Ja, ich hab auch ein paar geschossen, Michael. So, Achtung, ich schmeiß jetzt die Federdinger raus. Dann kannst du den normalen Fall da haben. Stapel fallen lassen. Ich hab 6 Stück eingesammelt von den Federfallen. Stapel fallen lassen. Ja, das kommt hin. Dann hab ich wieder 67. Wunderbar. Also den Kampf haben wir gut gewonnen, würde ich mal sagen. Guck mal, dass ich blute. Ich blute, was sagst du jetzt? Ah, Ton? Hab ich. Egal, ne? Ja. Apropos, hier liegt ein Kinderskelett. Bitte was? Lass mich das erstmal sehen. Ich muss. Ja. Ich hab nichts gemacht. Ich bleibe genau hier stehen. Okay. Wo seid ihr? Da. Möchte ich wissen, wie viele. Das ist das, wir kennen uns 4 in dem Sinne, aber wie viele waren es schon vorher? Ja, eben. Es gab ja schon viele Kinder. Und warum sind die alle hier im Gartenhaus gesetzt worden? Das ist der nächste Punkt. Ist das der Garten von Dr. Tully? Ja. Okay. Sehr besorgniserregend. Ja. Deswegen, ich dachte mir. Da wollte ich gerade langspringen. Ja. Okay, hier geht's wieder runter. Und da unten ist was Infiziertes. Das ist ja nicht schlimm. Marienkäfer, ich, ja. Ich glaube, dadurch, dass Alexander das Giftgas weggemacht hat, sind die Infizierten rausgebrochen. Nee, aber hier war vorher Giftgas. Ja, ich war eben auch beim Giftgas, da waren die Infizierten. Also hier war kein Giftgas. Guck mal, wo wir sind, wir sind am Teich, da wo wir schon mal waren. Naja. Aber du siehst das tote Gras hier. Ja, das meine ich auch die Bombardierkäfer, nicht Bombardierkäfer, du weißt, welche ich meine. Ja, aber das tote Gras war schon die. Ist das ein Kaugummihaufen oder? Nee. Das ist nur der Roboter wieder, okay. Dann kommen wir nicht auf die Mauer drauf, da oben, wa? Obwohl, das sind auch Bienen. Ja, kann man schon. Da geht auch gar nicht weiter, Michael, aber wahrscheinlich muss man sich wieder hochbauen oder sowas. Das ist ja auch das Gartenhaus oder die Hütte. Ich oder... lauf mal am Rand entlang, gucken, ob ich einen Aufgang sehe. Aber das heißt ja auch, wie es gleich schon mal, man könnte sich ja hochbauen, theoretisch gesehen. Ja. Das stimmt. Ist gut möglich. Also Grasplatten und Unkrautstängel würdest du hier genügend finden. Weil du siehst auf der Karte, dass das eigentlich eine erhöhte Plattform hier ist, wo wir nur drauf sind. Ja. Ah, hier war der Aufgang nach oben. Ja, von hier fehlen uns 2 Treppenstufen bis nach oben. Aber hier oben ist es schöner, Michael, hier sind keine Spinnen. Das ist richtig. Na, guck mal, wenn du davon da oben von der Plattform baust. Ah. Ja, man könnte. Was? Ein Farbschema, Frankenlein. Ja. Das war hier auf dem Ding drauf. Ich bin nochmal lang geklettert und da war das. Ja, nice. Ja, okay, man könnte sich hier lang. Ich geh erstmal hier unten noch alles erkunden, bevor wir weitergehen. Ja. Okay, ist hier totes Gras. Ich bin mal gespannt, was hier ist. Töten! Oh, da hinten ist was Lilanes. Ich hoffe, da komme ich rein, ohne dass mir was passiert. Da ist ein. Oh, eine Ratnetzspinne. Ich sehe sie, aber. Das sind nur 3 Stück. Ne, 2. Ach, locker kriegen wir die hin. Ja, ich warte nur, dass ihr bei mir seid. Ich stehe neben dir und mich erinnere. Ich bin hinter dir. Ja, ich treffe genau den. Das ist der Wolfsspinne. Oh, eine Wolfsspinne, Alex! Ich weiß, ich hab's gesehen. Okay. Allerdings erst im Nachhinein. Konnte man doch von hinten erkennen. Da hinten ist noch eine. Alex, zieh zurück, damit wir nur die eine anlocken. Deswegen ziehe ich mich doch schon zurück, um nur die eine hier hinzulocken. Soll die auf mich draufhauen? Ihr lockt sie an und ich ziehe sie von der anderen weg. Aber die Strategie scheint gut zu sein, die wir gerade fahren. Ja, mein Blockbalken ist jetzt voll.
Ja, muss auch ein bisschen heilen. Wir haben gleich die Hälfte runter. Meerbeutspinne, muss ich mal ein bisschen hauen. Aua. So, das hat er. Das reicht. Aua. Ich finde diese kleine Au immer geil, mit der Pfeil. Sie ist betäubt. Das machen meine Pfeile manchmal. Ja. Bäm. Seht ihr? Keine Gefahr. No, ich werde jetzt sterben. Ich habe keine Verkränkung mehr und bin vergiftet. Ups. Ja. Aber wir haben eine Wurstspinne geklatscht. Das war die erste ja. Schwächer. Dir? Warte, Michael, ich habe, glaube ich... Ich wollte gerade sagen, wenn jemand... Ja, ich habe 4 Pfeile. Ja, 3. Ich habe Spinnenfang okay. Auf jeden Fall aufgenommen. Hm. Okay, dann habe ich gerade 7 Pfeile verloren. Ja, Michael, hier liegen noch welche auf dem Boden. Ja, wahrscheinlich im Verlauf der Spinne, ja. Ja. Naja, wir haben ich sammle auch gerade mal alle Pfeile ein, dann gebe ich dir noch welche ab, Michael. Ah ja, hier liegen auch noch welche. Da sind noch ein paar normale bei. Ich habe noch einen Federpfeil gefunden. Hier liegt noch einer, aber ich will nicht näher rangehen. Das ist nämlich Wolfsspinne Nummer 2. Da oben ist ein Goldzahn, ja. Den hole ich auf mir auf jeden Fall. Wir machen jetzt noch fertig. Ich bin ja nach oben. Warte, wir tauschen erstmal alle Pfeile aus. Ich komme mal. Ich habe hier nur die anderen von euch noch eingesammelt. Du gehst hier rum, Michael, hier? Ja, einfach hochspringen. Mit Shift hoch und dann bumm. Ja. Wir sind unwürdig. Ah. So. Warte, ganz oben, damit die nicht runterfallen. I. Ne, ich habe keine Federpfeile mehr. Ich habe noch 2 Stück. Brauchst du noch normale Pfeile? Ich kann dir noch 9 Stück geben, Christian. Ja, ich nehme die hier mal auf, die normalen Pfeile. 67, ne, dann habe ich ja wieder alle. Ja, ich habe auch ein paar jetzt mehr. Ja, du hast noch von meinem Stack welche mitbekommen, aber... Ich hab noch einen 20er Stack normale Pfeile, wenn du brauchst. Ich hab keinen Platz mehr momentan im Inventar. Okay, dann Notfall kannst du mir die wiedergeben, das ist nicht das Problem. Ich hab ja auch einen Bogen. Achtung, ich schieß sie mal an und dann geht's los. Ja, muss eh... Oh, das ist eine Wolfsspinne, Michael. Ja. Ja, hab ich schon gesagt, das ist eine Wolfsspinne. Die kannst du schon unterscheiden. Oh, das ist schlecht. Aua! Ich muss mich mal zurückziehen, ich bin vergiftet. Ja. Wo ist sie? Ja, das ist. Mach mich immer fertig. Shit. Giftet. Ich hab jetzt mal die Mutation mit Giftresistenz gemacht. Naja. Was war denn ihre Schwäche? Keine Ahnung. Scharf. Ich weiß, ich bin gut damit beschäftigt, die hier zu stechen. Ich hab da einen scharfen Pfeil. Dann schieß hier rein. Oh, Junge, das war richtig Schaden. Ja, ich muss halt nur gucken, dass ich ihre Agro. Die ist kaputt. Ne? Ey, die scharfen Pfeile, leider gehen die dann weg, aber holla. Ich brauch mehr davon. Oh, da liegt einmal Gift, das kann ich nicht aufnehmen. Ja. Nicht runterschmeißen. So, ich hab Federpfeile, 5 Stück. Ja, schade, dass die Spezialfeile dann weggehen, aber ja. Die haben dem mal richtig Schaden gemacht. Ja. Dann geh ich den Stein abbauen. Den Stein doch schon, den Zahn abbauen. Ja, also ich dropp hinten beim Zahn, dropp ich die Pfeile. Ja, ich glaube, da ist noch ein Federpfeil, Michael, rechts, siehst du das? Ja, ich habe ein paar hier reingeschossen. Aber ich muss sagen, wir haben 2 Wolfsspinnen erledigt. Ja. Das ist eine Larve. Ja. Ich geh mich drum kümmern. Ja, die Wolfsspinnen sind jetzt nicht mehr vor uns sicher. Ja, man muss das nur mit ein bisschen Taktik machen. Halleluja. Und hier könnte es wieder heiß werden, wenn wir Pech haben. Ja, da hinten brutzelt's. Aber hallo, ey. Ja. Kann ich den Stein da irgendwie berühren? Verbranntes Gras. Wird zu Asche, das ist cool. Oh nein, das ist brutzelnd. Und ich habe immer noch den Kälteschutz drin. Also ich nehme die Giftresistenz mal wieder raus. Ich würde ja gerne mal so einen Stein gucken, ob ich ihn abbauen kann, aber boah, Junge.
Ich bin fast. Nee, wenn den ich kann jetzt ich nicht mein bauen. Inventar voll dabei hätte, würde ich jetzt hier durch nach oben. Wir brauchen definitiv eine Ameise. Wobei, wenn wir nicht den roten zusammen können, nahe ankommen, dürften wir relativ gut durchkommen. Gibt es hier irgendwo einen Weg durch? Hier über die Steine drüber. Na, dann quasi geradeaus hoch. Falscher Knopf. So, Heilung Michael, schmeißen, cool, ja. Schluck trinken. I should keep my eyes out for more treasure around here. Was ist denn das, ein würziges Stück? Oh, kann jemand an die Kiste rangehen? Da ist noch ein bisschen, glaube ich, was drin, was ich nicht aufnehmen kann. Nope. Er ist oben gleich. Michael, kommst du an die Kiste ran? Ja. Nein! Ah, was? Vier Minzstücke, Millimeter. Jawohl. Dann kann ich Minzpfeile machen, die sind frische Pfeile. Ich weiß noch nicht, kann ich scharfe Pfeile herstellen? Aber du kannst auch erst noch deine Hitzeresistenz hochbringen, theoretisch gesehen. Mir hat ein Zentimeter gefehlt, ey. Dann wäre ich durch gewesen. Das nur, weil ich einmal daneben gesprungen bin. Oh, Micha, guck mal hier, kommst du mit? Ich probiere was. Hier kommen wir hoch. Ich glaube, wir haben den besseren Weg als Alexander genommen. Hier wird es nicht brutzelnd. Ja. Hier ist gar nichts brutzeln. Das ist jetzt schön. Geht's los. I'm burning up. Aha. Kommt ihr dahin bis zu mir? Nee, ne? Nicht in 9 Sekunden. Wow, ist das heiß da. Ich könnte es fast hoch schaffen, weil ich habe Herrn Kälte, das drin. Du, ich liege von hier aus eine Körperlänge quasi vom nicht mehr brutzelnden entfernt. Ja, du bist jetzt tot aus dem Balken, ja. Ja. Schade um den ganzen Inventar. Ach ja, jetzt gehe ich mir wiederholen. Hier rum kommt man da auch nicht darauf. Das gehe ich mir wiederholen. Oh, hier ist ein Grafikfehler. Ach, hier oben ist keine Eichelstücke, sonst würde ich einfach schnell 2 Leiterstücke bauen und hier hochgehen. Soll ich welche mitbringen? Warte mal, ich muss mal gucken, ob das überhaupt geht, bevor ich hier das sage. Herstellen. Außerdem brauchst du nur Unkrautstängel und Grasplatten für die Leiter. Für die eine. Und das hast du beides in der Nähe. Ganz relativ weit rechts. I'm not picky. Hm. Ey, wieso finde ich dich jetzt nicht? Da ist das Wanddeko, da ist das. Da ist die Leiter, okay. Ah ja, Unkrautstellen, die haben wir, aber du darfst einfach nur die Eiche kappen. Ich hab doch für meine Leiter eben. Ach so, für die Leiter. Ja. Ich kann aber hier drauf nicht bauen, Michael. Na, schade. Was ist mit den Treppen, die nur Gras und Stängel brauchen und den Plattformen? Ich werde mal kurz schauen. Bauen. Wo ist die Treppe? Das Baumenü, da ist die Treppe. Nicht unterstützt an der Stelle hier. Okay, in der Hitze bauen wir ja auch OP, muss man ehrlich zugeben. Ja. Mich interessiert auch mal eins. Muss aufpassen, wo Brutzeln beginnt. Bin schon wieder am Aufgang. Oh, Michael. Mhm. Pass mal auf, wo ich jetzt langlaufe über dir. Auf den Grill? Ja. Ich bin oben, Alex! Ja, nice. War das ohne Brutzeln? Ohne Brutzeln. Bis Sommer. Geil, wir sind oben. Du musst quasi ich komme gerade wieder zu euch. Kugelkopf, Alex, von den Kugeln. Ja. Kannst du an dem Rand langlaufen, den kleinen? Ja, nice. Ja, ich sehe den Rand. Und dann musst du auch relativ nah an deinen Rucksack, wenn ich komme. Ja, da komme ich von außen dran. Das ist nicht Michael das läuft einfach weiter den Rand lang. Ich kann mal gucken, ob da irgendwas ist. Ach, stimmt, man kann. Oh, hier fällt man. Oh, hier ist eine Höhle? Ne, so ein Tunnel. 8. Hydration is the key to performance. Hydration? Ne, hier ist gar nichts. Man läuft einmal rum. Ne, hier kommt man gar nicht weiter, hier ist ein Grashahn.
Mein Rucksack liegt sogar, ja, ich gehe einen Schritt von meinem Rucksack weg und da brutzelt es nicht mehr. Das ist natürlich ja und ja. Na egal, ich habe meinen Kram wieder. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Zementsack. Oh, oh! Jedenfalls interessant hier oben. Hallo. Da ist ein Zahn. Komme ich da hin, ohne dass ich brutzel? Der Mitte brutzelt es ein bisschen. Das ist ein neues Viech. Was sind Zwanzig oder? Das sah klein aus wie eine Laus, ist auch weggeraumt, aber hat geglitzert. Oh, das will ich gleich mal sehen. Ich muss sowas gucken. Brauche nur mal kurz, User in your channel timed out. Okay. Das hat wohl Alexander erwischt. Hier ist aber auch totes Gras. Hier. Geheimnis meistern? User entered your channel. Wieder bricht ein Kampf aus, Geheimnismeister. Was machst du da? Ich habe ein Schwert gefunden, Michael. Komm hier rein, ich Michael. Siehst du, wo ich bin? Ich bin jetzt direkt hinter dir, ja. Ich trete dem Spiel wieder bei. Da hinten ist das, ist die Larven, die ich... Du kannst nicht heran, Michael, aber hinten brutzelst du. Ja, ja, das habe ich mir gedacht, aber... Ich schieße einfach die ganzen Dinger weg. In Hoffnung, dass ich gleich das bekomme da hinten. Ah, die greifen das Schwert an. Ich hoffe, dass wir die jetzt platt kriegen, bevor... Ich will ungern draufschießen, da kriege ich meine Pfeile nicht wieder. Dann lass es an, Michael. Ich hoffe, dass das sich einfach auf... Guck das da hinten an. Okay, man kann auch nicht näher rangehen, weil da brutzelst du sofort. Ja, aber man kann sie ja rufen. Achtung, eine kommt, Michael. Eine? Wir kämpfen hier schon hinter dir gegen zwei. Hier kommen einige. Drei. Aber da ich mein Stufe 2 Schwert repariert habe, kriegen die auf die Fresse. Okay, das Schwert ist wieder weg. Man kann das Schwert... Okay, was heißt, wir brauchen erst definitiv Ameisenlöwenrüstungen, um... Da hinten ist ein Feuerschwert drin. Das können wir uns erst... Oh, da war ein geiles Schwert drin, Michael, das hättest du sehen müssen. Ich hab's von hier hinten etwas anschauen können, aber... Das ist genau wie diese Dinger. Oh, da oben geht's raus. Oh, siehst du das? Ja, das hab ich auch schon, ob man da raufkommt. Werde ich gleich wissen. Ja, kommt man. Ich komm hier nicht rauf, aber... Aber... Hier scheint nichts zu sein. Oh, wo kann ich raus? Doch, da hinten die. Genau. Ich will da auch rauf. Nein! Aha. Ich will auch. Aber ich komm da jetzt. Wir sind rechtzeitig gelaufen, Michael. Haha. Arschloch! Schubst der mich da einfach runter? Oh, Michael, da ist ein Fahrrad. Pink. Das ist ein Mädchenfahrrad, würde ich sagen. Ja, der hatte doch Kinder. Die Frau ist doch mit den Kindern abgehauen. Ja. Aber das heißt definitiv, wir müssen Ameisenlöwen besiegen und die Ameisenlöwenrüstung herstellen, weil sonst haben wir hier gar keine Chance in der Feuergegend. Zumindest ein. Der Ameisenlöwenteil. Okay, haben wir den Ameisenlöwenteil. Das könnte funktionieren. Da hinten ist ein Holzschiff. Da kommst du vermutlich auf die Terrasse da drauf. Zangen 2. Okay. Ich bräuchte 3 Zangen und Bienenpilz habe ich ja, oder? Hast du noch 3 Bienenpilze übrig? Bestimmt. Oh, siehst du, da oben ist ja das Horror Wissenschaft auf dem Grill. 6 Bienenpilz habe ich. Wunderbar, das heißt... Jetzt muss ich mir nur die Abendeisenlöwenteile besorgen, dann könnte ich hier eine Rüstung craften, dann könnte man zumindest das Schwert schon mal holen. Ich meine, für das Schwert musst du auch die Viecher besiegen, deswegen war da oben dieses Geheimnis Meistern ja drin. Wo ist Alex? Sehr raue Zunge. Alex läuft. Unten im Graben irgendwo. Ja, ich kämpfe hier. Dann gehen wir ihm mal helfen.
Larven will, wollen dich loswerden. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja, mich wollen alle loswerden, so ist das Leben. Staubmilbenpelz, okay. Ja, und zwei Larven habe ich auch noch getötet. Deswegen wollen die nicht loswerden. Ja, das interessiert mich nicht. Ich wollte da hinten zu dem Tic-Tac, zu der Tic-Tac-Dose. Wo du gerade schon wieder durchläufst, einsammeln! Ne, ich verprügel gerade eine Staubmilbe kaputt. Eine ist gut! Was? Was war das für ein grüner Käfer? Aua. Viel zu erkunden es hier gibt. Ja. Mir gefällt diese Gegend hier gerade überhaupt nicht. Ja, also wenn du hier um die Ecke rumgehst, wird's schön. Mystisch. Da unten kann man in die Tic-Tac-Dose hinten rein? Ich bin nicht hingekommen. Oh, guck mal, da unten. Was ist das, ein Spike? Aber auf jeden Fall gibt's hier viel sprühen Marmor, wenn man unten lang geht. Damn. Junge, das ist ein Graben. Junge, da oben ist auch viel Marmor. Ja. Aber auf jeden Fall kann man hier viel Marmor abarbeiten. Jetzt in deine Zunge ist unfassbar rau. That's what he said. Ja, hier ist eine Puppe. Ich brauche die Axtstufe 3, um die abzubauen. Ich bin drin, wow. Aber die ist leer. Das nochmal. Okay. Ich habe genügend Horrorfilme gesehen, um zu wissen, dass man Puppen nicht zerhacken soll. Gibst du mir eine Axtstufe 3, Alex? Ich möchte die Puppe kaputt machen. So eine Larvenpuppe irgendwie. Die ja. Hat sich verpuppt. Da hinten ist ein Rohr. Ja, ich hab's auch schon gesehen. Ich baue hier oben gerade Quarzit oder was ab. Ich baue Staubmilben ab. Oh, hier ist wieder die Ich brauche die Axtstufe 3. Puppen geben hat hier auch was Geiles. Die ist hinter dir auch eine Puppe, Michael. Ja, ja. Ich geh mal zum. Das noch. Hier sind auf jeden Fall viele, viele Puppen. Oh, das ist ein Loch im Rohr, da kann man wahrscheinlich rein, Michael. Die Frage ist, wie kommen wir am besten dahin? Weil ich glaube nicht, dass wir über den Graben drüber kommen. Aber da unten ist auch kein Gegner, das heißt, ich gehe mal runter. Na, rübergleiten kann man nicht, das war mal ein Versuch. Okay, kann sein, dass wir weiter anders im Rohr müssen. Darum geht es noch weiter im Rohr. Junge, wo sind wir hier gelandet? Was ist das für ein Graben hier? Ich höre was. Ey. Ja, hier buddelt sich immer diese Larven. Ah. Oh. Ah, Michael, hier geht's hoch. Gehen wir links hoch, würde ich mal sagen. Dann wieder vier, seit ich eben die vier eingesetzt habe. Oh, da hinten geradeaus ist auf jeden Fall eine Spinne, Michael. Was für eine Spinne. Ich hab's nicht genau gesehen. Oh, was zur Hölle ist das denn? Patzer, Nashornkäfer. Blinkt robust. Schwachpunkte Bauch. Bisschen salzig. Aber also mit den sollten wir vielleicht noch nicht anlegern, weil der sieht stark aus. Hör mal, willst du mich fertig machen? Ah, hier können wir, glaube ich, rüber. Wo bist du? Dein, ah. Nein, ich bin runtergefallen, Michael! Du bist alleine. Robuster Marmor. Gut, dass ich jetzt auch den Hammer hab. Ja, ist ja gut, Spinne, stirb einfach. Nein, Junge, wie bist du lang gekommen? Ich bin geglitten mit dem. Ah, bist hochgesprungen und ah. Ich gehe nämlich die ganze Zeit die Wurzel entlang. Geht's noch weiter, Michael? Lohnt sich überhaupt reinzukommen, oder? Hier Science und ein Milchmolar. Ja, ein Milchmolar habe ich auch gerade abgebaut. Gut, dass ich den Hammer gebaut habe in Stufe 2. Ja. Und weißt du, was ich jetzt mache? Jetzt gehe ich noch einen goldenen Milchmolar holen. Oh, Junge, hier räumen wir aber gerade ab. Hör mal, 5. Jetzt kann ich demnächst schon wieder einen weiteren, weitere Mutation. Dann kann ich schon zeitgleich 5 Stück machen. Sonst ist hier drin aber nix und hier oben drauf auch nicht. Übrigens, der Nashornkäfer hat viel Lebensenergie, Michael. Galt der goldene für euch? Ja. Ja.
Oh, die weiße Micha-Abbau gelten. Ich habe jetzt 5 weiße und 3 goldene noch zu vergeben. Was? Nein, ich will nicht auf dein Horn gucken. Aber ist der neutral oder aggressiv? Aggressiv. So, ich hoffe, bis hierhin hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, wisst ihr, was ihr tun habt. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Euer Anime-Fan. Ciao, ciao.